Dan, it's Carter Thoughts to go. Ich fange diesmal erst mit der deutschen Version, weil es was ist, was mit deutscher Wirklichkeit zu tun hat, darüber hinaus schon, aber mir fällt es leichter, das Ganze zuerst in Deutsch zu sprechen. Ich denke, es wird jetzt eine kleine Serie von Thoughts to Go, die ein Thema haben, ein weiterführendes Thema. Auslöser ist die Tatsache, dass der Künstler Josef Beuys am 21. Mai würde er seinen 100. Geburtstag feiern. Da ist ganz viel los in Deutschland und darüber hinaus natürlich, weil Beuys ist nicht begrenzt von seinem Bekanntheitsgrad allein zu Deutschland. Nun, es gibt solche und solche Vorstellungen, ganz viele, und ich werde darüber sprechen, weil es für mich so eine Art Tor ist, um ein größeres Thema anzuschneiden über, wie gehen wir damit um mit Menschen, die wir nicht einordnen können. Wie gehen wir damit um mit jemand, der eine Wirklichkeit zeigt, die wir nicht kennen oder die uns lockt, aber wiederum beängstigt. Also großes Thema, auf jeden Fall Beuys. Diesmal möchte ich nur anschneiden, weil ich persönlich einige Texte von Beuys benutzt habe. 1996 in einer Performance in einer Kirche. Und ich möchte diese Texte nochmal anschneiden, um einen Einstieg zu kriegen, womit wir weiterarbeiten können. Die Performance damals hieß Aus dem Kontext und ich habe mit drei anderen Frauen zusammen Texte von Menschen in einem Zeitraum von, sagen wir mal, 4000 Jahre zusammengebracht. In so eine Art Dialog. Ich habe sie miteinander reden lassen, obwohl das gar nicht geht. Aber für mich habe ich geschaut, welche Essenz ist geblieben. Gibt es Wahrheiten, die immer wieder kommen, uns berühren aus Jahrtausenden, was ich auch glaube. Und nur heute möchte ich die verschiedenen Menschen, die in dieser Performance eine Rolle spielen, und wir haben sie als Rollen gespielt. Jeder und jede, die gesprochen hat, hat einen bestimmten Gegenstand gehabt. Bei Beuys war es eine Badewanne. Und wenn Beuys gesprochen hat, stand die Freundin Sabine in dieser Badewanne. Okay. Und wir haben es gefilmt, aber es ist natürlich Videokassette und ich habe das nie verwandelt. Also es gibt eine Doku, aber das macht auch nichts. Also Performance ist nicht etwas, was man ständig dokumentieren soll. Es ist eine einmalige Sache. So, jetzt lese ich einfach die Namen von den Menschen, die in dieser Performance eine Rolle gespielt haben. Und dann möchte ich zwei Stellen von Beuys zitieren. Okay. Teil waren Ingeborg Bachmann, Christa Wolf, Josef Beuys, Hildegard von Bingen, Johannes vom Kreuz, Gertrud von Lefort, Pablo Neruda, Ernesto Kardinal, Salomon, die Geschwister Camille und Paul Claudel, Alice Walker, John Irving, Elisabeth von Dijon, Frida Kahlo, Bert Hellinger, Betty Hillesum und Simone W. Dann wurden auch aus dem Johannes- und dem Lukas-Evangelien Texte von der Bergpredigt und von den Seligpreisungen aus der Bergpredigt auch mit integriert. Innerhalb dieses Diskurs zwischen diesen Menschen sind zwei Stellen, wo Beuys spricht. Das erste Mal
ist er gerade im Gespräch mit Eddie Hillesum und sie fragt ihn, ob es auch andere Realitäten gibt. Boyce antwortet, also erst einmal wird aufgeräumt. Es wird aufgeräumt mit einer bestimmten Sicht vom Christentum. Christentum, als handle es sich um ein wichtiges historisches Ereignis. Ich habe mich stark gegen diese Art sozialdemokratischen Christentums gestemmt, ganz gleich, ob das Dorothea Sölle oder Karl Barth oder Bultmann war. Ich habe mich dagegen gewehrt, als handele es sich bei diesem Christus nur um eine historische Figur, um ein historisches Ereignis mit großen moralischen, beispielhaften Hinweisen. Als ginge es darum, wie man sich moralisch verhalten müsse. Mir ging es um die Wirklichkeit dieser Kraft. Vor allen Dingen, sie ist realer. Sie ist realer, da sie kein Bestandteil unserer traditionellen sogenannten Kultur ist. Sie ist eine reale Präsenz. Weiter, eine andere Stelle. Da redet er mit Elisabeth von Dijon und sie spricht von dem Leiden und sagt, also Elisabeth sagt, das Leiden ist ein Sakrament, das Gott uns schenkt. Er schickt es denen, die er liebt und die er ganz in seiner Nähe haben will. Boyce antwortet, das ist exakt. Denn das Leiden ist natürlich ein bestimmter Ton in der Welt. Er ist hörbar. Man sieht ihn wohl auch. Wer sich einmal entschließt, solches wahrzunehmen, der sieht im Leiden ständig eine Quelle der Erneuerung. Es ist eine Quelle von kostbarer Substanz, die das Leiden in die Welt entlässt. Da sieht man, es ist wohl eine unsichtbare, sichtbare, sakramentale Substanz. Er zeigt auf, dass gerade das Leiden dem Menschen hilft. Der im Leiden verharrt, auch der führt die Welt selbstverständlich weiter. Er bereichert die Welt dennoch. Es wäre eine große Frage, wer die Welt mehr bereichert, die Aktiven oder diejenigen, die leiden. Ich habe ja immer entschieden, die Leidenden. Der Aktive mag Unermessliches für die Welt erreichen, aber ein krankes Kind, das sein Leben lang im Bett liegt und gar nichts tun kann, das leidet und erfüllt durch sein Leiden die Welt mit christlicher Substanz. Denn durch das Leiden wird die Welt real mit christlichen Substanz erfüllt. Boyce spricht von etwas, was real ist. Und bei Boyce ist das Reale unsichtbar, sichtbare, sakramentale Substanz. Boyce war kein Christ. Boyce hatte aber einen großen Respekt vor Christus und so weiter. Und er ist nicht zu verstehen. Also das haben Menschen, die hinter der Wirklichkeit schauen, auf eine andere Wirklichkeit, das beunruhigt uns. Das kann uns beängstigen. Wir können vielleicht unsere Sehnsucht danach spüren, aber ja. Darüber werde ich dann weiter sprechen. Ich möchte aufhören für heute. Und nächste Woche lese ich aus meinem Roman. Und es gibt dann danach noch im Tudilos Atelier. Und beim dritten Mal werde ich wieder weiter über das Thema, was sich durch die Auseinandersetzung, die neue Wiederauseinandersetzung mit Boyce bei mir ausgelöst hat. Bis dahin wünsche ich euch mal eine gute Zeit und freue mich, wenn ihr wieder mal reinschaut. Okay, ciao!